Hey, Damen und Herren, seien Sie doch bitte herzlich gegrüßt und willkommen zu dem neuen Video. Ihr habt lange gewartet, ich weiß. Und zwar geht es um irgendwas, was ich nicht richtig aussprechen kann, wofür ich wahrscheinlich verkloppt werde. Hat 300.000 Zloty gekostet, ist das richtig? Aber ich glaube, umgerechnet, mir wurde gesagt, 20 bis 30, 40 Cent und Dosenbier. Also perfekt. 500 Milliliter, irgendwas aus Polen, Tschechien oder irgendwas, was da so in der Nähe ein bisschen östlich von uns ist. Aber mir wurde gesagt, es soll geil sein. Und genau dafür sind wir jetzt hier. Hier steht nichts drauf, Premium, aber hier steht jetzt nicht drauf, ob das Pils oder Export oder keine Ahnung ist. Naja, aber mal gucken, wie es schmeckt. Es ist kein Pilz, sehr mild, schmeckt natürlich nicht wie aus einer schönen braunen Glasflasche mit perfekter Form. Sternburg 5-0 Export, praktisch die polnische, tschechische, slowenische, slowakische, russische Variante davon. Da wussten halt ein paar Slottis gibt, keine Ahnung. Gefällt mir aber insgesamt, vor allem wenn man bedenkt 20 bis 30 Cent. Ich muss aber sagen, da fehlt noch ein bisschen was an Kohlensäure. Oh, da war gerade ein Dämon, glaube ich. Also, ich muss sagen, hätte ich es jetzt nicht gerade vor 3 Minuten aufgemacht, dann würde ich denken, das Bier ist schal. Dazu muss ich aber noch sagen, viel kann ich hier nicht lesen, aber 5,6% Alkoholgehalt, also ganz schön sportlich. Da würde mir doch aber gefallen, würde es auch ein bisschen prickeln auf meine Zunge. Naja, weg damit. Kauft euch 5-0 Export, das in den roten Dosen. Macht das auf, lasst das eine halbe Stunde stehen in der Sonne. Dann könnt ihr das trinken. Und jetzt, wo der Fokus auch wieder da ist, kann ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Jetzt gleich baller ich noch ein drittes Video hinterher. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise gleich. Bis dahin und tschüss. Genau.